Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. In der letzten Folge haben wir die Höhle schon gut erkundet. Ein bisschen was fehlt noch. Hier hinten zum Beispiel haben wir noch so eine Plattform. Hier gibt es noch einen Gang. Und da drüben ist die Brücke, die jetzt noch nicht ganz fertig ist. Weiter geht's von hier. Carmen war. Warte mal, da ist eine Truhe. Nicht, dass ich hier was übersehe. Ich habe bestimmt eh schon Sachen übersehen. Geld. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett. Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Die Sprüche haben sich immer noch nicht verändert. Jetzt gucken wir erstmal hier lang. Was ist das immer für ein Geräusch, was hier kommt? Keine Ahnung. Naja, ist mir egal. Da gibt's... Ah, okay. Das heißt, komme ich da überhaupt... Ach so, okay. Wir gehen mal hier hoch. Zack. Und dann gehen wir einmal hier rüber. Und dann einmal hier rüber. Wusch. So. Ach so. Warte, ich springe. Was macht er denn? Alter, lauf doch nicht rückwärts. Ach so, ich kann hier nicht absteigen, oder was? Alter, boah. Ey, okay, das war gerade komisch, die Steuerung. Okay, noch mehr Geld. Was ist das hier? Noch mehr Geld. Das sieht aber cool aus hier, ne? Da stehen Kerzen. Okay. Okay. Hopp. Und einmal darüber. Da sind Spinnen an der Wand. Okay, da ist noch eine Truhe. Da will ich auch noch hin. Muss ich da dann im Flug abspringen? Oder gibt es da einen Weg? Da gibt es bestimmt einen Weg. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Da gibt es hoffentlich... Unberührte Truhe. Schon wieder Quidditch-Handschuhe. Sektor war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Oh, mega Powertränke. Oh, geil. Jetzt habe ich wieder zwei. Das ist gut. Die brauche ich nämlich auch wahrscheinlich. Ich denke mal, dass es hier am Ende noch irgendeine Art Kampf geben wird. Aber, warte mal, kann ich das Ding hier mir nehmen und dann hier rüber gehen? Kommt das dann? Nö. Nö, nö, nö. Oder doch? Vielleicht habe ich nur, war ich nur zu ungeduldig. Komm rüber, ja komm. Okay, ich glaube, das wird nix. Die bleibt hier an der Ecke irgendwo hängen. Aber kann ich mich hier draufstellen und dann einfach hier random rumfliegen? Nö. Soll ich mal was probieren? Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Das Ding ist, jetzt ist der da drauf fokussiert und das will ich jetzt aber gar nicht mehr. Achso, ich kann den wieder deaktivieren. Ah, okay. Ah, guck an, das geht doch. Boah, zwei Truhen stehen hier. Einmal Geld. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas. Ja, ist ja gut. Jetzt aber erstmal, ich habe wieder. Das ist wieder voll und die ganzen Handschuhe, die brauche ich wirklich nicht. Die kann ich noch nicht mal benutzen. Die sind allerdings ein bisschen besser als meine. So, die hier. Die kann ich löschen. Zack. Und jetzt kann ich diese Truhe aufmachen. Stilvoll legere Schuluniform. Wenn die leger ist, dann gucken wir sie uns doch mal an, oder? Neue Klamotten, immer angucken. Ne, halt, das war bei Outfits, ne? Ach, da haben wir auch einige. Ja, die ist es. Dadurch haben wir mehr Verteidigung. Wenn man auch noch Hemd und Krawatte. Das da. Stilvoll. Ach, die haben wir zweimal jetzt. Aber die hier ist besser. Ja, dann nehmen wir doch die. Wenn wir dadurch mehr Verteidigung haben.
auf geht's. So. Okay, kommen wir wieder auf unsere schöne Plattform zurück. Oder ist das zu weit ab? Ah ja. Gab's da drüben jetzt noch was? Meine Ausrüstungsplätze sind schon wieder voll. Ja gut, eigentlich könnte ich auch mal... Komm, ich gehe mal hierher. Mäntel umhängen? Nee, ich gehe mal auf die Outfits. Die sind halt ganz schön wertvoll, ne? Komm, ich mach mal andere Sachen kaputt. Was haben wir? Gesichtsbekleidung? Diese Brillen und so. Die brauche ich nicht. Die werde ich eh nie benutzen. Was ist das? Drachenaugenbrille? Alter. Die behalte ich mal auf. Nice. Also, wenn das nicht schick ist, dann weiß ich auch nicht. So. Was haben wir hier? Hier haben wir nix. Doch, hier geht's runter. Ja, komm. Ich glaube, wir haben jetzt hier auch die Sachen gesehen. Dann gehe ich mal weiter zur Brücke. Hopp. So, wie sieht's aus? Hier geht's... Noch mehr Spinnen? Was? Die können Ach, komm. Richard Jack doch nicht enthaupten. Bam! So. So. Oh ne, jetzt vergräbt die sich. Ich meine aber, ich habe vorhin gesehen, dass es... Oh. Da haben wir den Bosskampf. Was? Schließ den Kampf ab, ohne Mega-Power-Tränke zu benutzen? Jetzt verarsch mich aber. Wie soll ich den denn ohne... Alter, sind die schnell? Boah. Renn! Alter, wie soll ich denn das schaffen jetzt? Oh, warte, ich kann X machen. Aber nicht auf die Großen, oder was? Das ist ja Ass. Doch, es geht. Oh. Huhuhuhuhu. Shit. Wow. Alter, das hat mich ja fast komplett... Uiuiuiuiui. So. Es sind, Gott sei Dank, jetzt nicht mehr so viele. Ich hoffe halt, dass die nicht noch dazu spawnen oder so, weil das Gefühl habe ich nämlich manchmal. Ja, doch, die kommen wieder. Warte mal, kann ich auch den hier machen? Nein. Ich kann die nicht mal irgendwie betäuben oder so. Das ist natürlich dann ganz schlecht. Oh, 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 oh. Gerade habe ich Schaden gekriegt. Hä, bin ich tot? Ach, warte mal. Ich habe doch zwei Tränke. Und ganz ehrlich... Oh. Hätte ich das mal früher gemacht. Einfach anzünden. Mach's gut, Monster. Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Einfach anzünden, das soll ich mir merken. Stimmt, anzünden. Da habe ich wirklich gar nicht mal dran gedacht. So, aber hier ist voll schön. Also, einen Trank haben wir gebraucht. Ist auch okay. Was ich vorhin noch sagen wollte... Ich glaube, wenn die Spinnen sich eingraben, kann man die mit dem Akio wieder rausziehen. Weil irgendwie gab es dafür ein Achievement oder so. So. Oh. Alter. Guck mal, wie krass ich bin. Ich spiele Fußball mit so einem Felsbrocken. So, hier ist so ein Teil. Was gibt's? Beige Schale aus Naturwolle. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre.
Aber es gibt keine Spur von ihm. Vielleicht war ja einer von den Kollegen, die vorhin in der Spinnenhöhle rumhingen. Naja, den Schal, den lösche ich wahrscheinlich mal wieder. Ne, Ausrüstung. Gucken wir mal, Halsbekleidung. Wie viel habe ich? 19 von 20. Den habe ich jetzt halt zweimal, ne? Einmal 16, einmal keine magischen Eigenschaften. Einmal 60 Münzen, einmal 30 Münzen. Wobei, komm, ich habe noch einen Platz übrig. Einen Platz habe ich noch. Ich glaube, die Brille hat mir eindeutig zu meinem Sieg verholfen. Überhaupt keine Frage. So, jetzt muss ich wahrscheinlich einmal hier, zack, einmal hier, zack. War's das schon? Bestimmt nicht. Gibt's noch eins? Hier. Okay, ich war wahrscheinlich zu langsam. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Nein, ich weiß doch, wo es ist. Zack, zack. Oh. Oh, geil. Boah, die sieht ja auch richtig cool aus jetzt. Und drei Türen. So. So. Boah, die sieht cool aus, die Brücke. Ich muss näher an Jektors Überreste. Oh, die spiegelt auch wieder so, oder? Und an die Seiten. An Jektors Überreste? Sind die da, oder was? Und an die Seiten? Welche Seiten? Ach, die Seiten vom Buch. Da gerade, was will ich an der Seite? Aha. Aha. Schon wieder Kampf, oder was? So tot wie eh und je. Ach, das ist Jektor. Was ist passiert? Das Häufchen Elend. Könnte es wieder passieren? Ja, hoffen wir mal nicht, oder? Bevor ich da hingehe, erstmal Loot. Ich will die Truhen. Was gibt's hier? Blaugrüner Fransenschal mit Uhrwerkmotiv. Was? Den gucke ich mir an. Alter, sieht das dumm aus. Hier, der da. Oh, ja, doch. Komm, den behalte ich mal. Ja, also, mit Uhrmotiv. Cool. Ach, warte mal. Meine Ausrüstung ist jetzt wieder voll, oder? Habe ich irgendwelche Kopfbekleidungen? Schiebermütze. Okay, die kann ich auf jeden Fall zerstören, weil die will ich nicht. Wobei, Alter, sieht ja bescheuert aus. Komm, das lassen wir mal so. Zauberstabgriffe, habe ich da welche? Aber ich habe tatsächlich einen. Klassisch goldbraun. Botanik, Blattgold. Ja, also. Kopfbekleidung, Handbekleidung. Okay. Wie sieht's aus? Halsbekleidung, da kann ich doch wirklich mal irgendwas... Okay, der ist legendär. Der gibt 200 Münzen. Der ist ja okay, geil. Ja, der hier, komm. Den brauche ich nimmer. Ich ziehe nachher die Mütze und die Brille auch wieder aus, weil das sieht echt nicht schön aus. Aber einfach aus Prinzip lasse ich die jetzt mal an. Vielleicht bis eine Cutscene kommt, dass er total bescheuert aussieht in der Cutscene. Holzbrille mit goldenem Gestell. Na, jetzt ist es doch wieder voll, oder? Wegen der blöden Holzbrille. Ich bin hier nur am Outfit rumräumen die ganze Zeit. Gesichtsbekleidung. Die da. Alter. Was ist denn das? Nee, komm. Ich zieh die hier wieder auf und weg damit. So. 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 Auf geht's. Kann ich auch erstmal nach hier gucken? So, bevor die mich jetzt alle angreifen, weil die greifen mich bestimmt alle an. Kann ich hier durch? Nein. Unsichtbare Wand. Also gut. Ey, Opfer. Ja, ich muss wohl hingehen. So, Richard. Alles gut? Zwei Schwerter. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jektor. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Okay, da sind die Seiten. Oh, die Musik, die gefällt mir nicht. Verteidige dich gegen die alten Verteidiger. Die alte Verteidiger. Hopp. Jetzt mal einer nach dem anderen, oder? Oh. Aua. Oh. Frech. So. Zack, zack, zack. Oh, ups. Zu spät gesehen. Warte mal, ich heile mich mal kurz. Oh, gut, dass ich das gemacht habe. Ist direkt wieder weg. Alter.
Komm. Bam. Zack. Irgendwie machen die nichts, oder? Jetzt kommen die drei. Boah. Erinnert mich voll an den Karium-Beschützer. Infinity Blade. Vom iPad früher. So. Vergiss es, Kollege. Oh. Nein, mein Freund, so nicht. Zack. Wow, nice. Alter, wie viele? Soll ich mal alte Magie gegen die alten Leute anwenden? Bam. Oh. Kollege. Das finde ich nicht gut, was du da... Jetzt habe ich mich gerade auf den komischen leuchtenden Punkt hier fokussiert. Und direkt was abgekriegt, ey. So. Zack, 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 zack. Das war's. Ich würde gerne die Schwerter mitnehmen, die sehen cool aus. Das ist unheimlich. Was war denn das? Ich hab's gar nicht gesehen, ich hab nicht hingeguckt. Mach nochmal. Boah, ich habe hier Fußspuren. Hatte ich die schon die ganze Zeit? Habe ich die einfach nur nicht gesehen? Oder sind die jetzt neu? Weiß es gar nicht. Alter, sieht ja bescheuert aus. Ach nee, das ist diese, die alte Magie, die mir den Weg zeigt. Das habe ich schon mal gesehen. Bei ja. Und in der verbotenen Abteilung. Jetzt gucken wir erst einmal. Was gibt's hier? Hier gibt's nichts. Also gut, dann gehen wir halt dahin. Oh, wieder so ein geiler Rahmen, wo man nur durch eine Seite durchgehen kann. Flup. Flup. Okay. Jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt. Wo bin ich? Ja, das ist die Frage. Wo bin ich? Oh nein. Der Raum wird ja geflutet. Schlecht. Ja, ich kann immer laufen. Werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ach, ich werde geschützt. Boah, geil. Ich bin einfach zu krass. Das heißt, Jackdaw hat bei den Wachen da hinten versagt. Und wir nicht, weil wir sind cooler als der. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Hoffnung ist kein guter Plan, mein Freund. Das sage ich dir. Ach so. Wo bin ich hier? Boah. Alter, diese Brille. Alle leer. Wo sind die Leute von den Gemälden? Falls das Gemälde von Leuten sind. Ah. Aber. Kann das sein? Ja, aber sicher. Percival. Percival Rackham. So, aber komm, ich zieh mal die bescheuerte Brille jetzt wieder aus, weil die nervt mich so langsam so ein bisschen selber an. Gesichtsbekleidung. Nee, gar keine. Und die Mütze kommt auch wieder runter. Auf geht's. Zack. So, damit wir wieder normal aussehen. So, Percival. Wir wollen noch einen guten Eindruck machen bei dem. Warte schon noch ein bisschen auf uns, hä? Zack. So. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann?
Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Okay. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Alles klar, dann, Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Deine Verbindung zur alten Magie hat Talente freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal 1 Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Ah ja, Talente, stimmt, die gibt's ja auch noch. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte verdient. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle weise. Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Kehre regelmäßig hierher zurück, um zu sehen, welche neuen und mächtigen Talente dich erwarten. Hui. Dann gucken wir doch mal. Es gibt Zaubersprüche, dunkle Künste, Haupttalente, Schleichen und Raum der Wünsche. Ich habe keine Ahnung, wofür die Sachen da sind. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich dunkle Künste wahrscheinlich nicht benutze. Haupttalente, okay. Schleichen finde ich geil. Schleichen ist immer gut. Lieber, ich mache lieber ein bisschen defensiv als offensiv. Raum der Wünsche. Ah, okay, hier unten steht's. Helfen deine Zauberei zu verbessern, erhöhen Fähigkeiten in dunklen Künsten, verbessern deine allgemeine Effektivität, verbessern deine Fähigkeit zum Herumschleichen und verbessern deine Nutzung von Tränken und Kampfpflanzen. Ich guck mal rein, was gibt's hier? Stufe 5. Gegner können dich schlechter entdecken. Du kannst sprinten, während du Desillusionierung einsetzt. Geil. Gegner können dich schlechter entdecken. Und hier, Petrificus Totalis umfasst einen Wirkungsbereich, der Gegner in der Nähe treffen kann. Okay, jetzt gucke ich mir erst mal alles an. Ich habe schon 7 Zaubersprüche. Okay. Der Einsatz von Incendio entfesselt einen Ring aus Feuer. Oh, das ist geil. Gegner in der Nähe eines mit Accio beschworenen Ziels werden ebenfalls zu dir gezogen. Das brauche ich nicht unbedingt. Levioso-Beherrschung. Okay, Gegner in der Nähe ist Levioso. Okay, da werden einfach mehrere Leute dann betroffen davon. Confringo-Treffer erschaffen kleine feurige Geschosse. Ah, okay. Depulso lässt zusätzlich starke, löst eine zusätzlich starke Explosion in unmittelbarer Umgebung aus. Okay, den habe ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Defindo-Beherrschung. Einsatz von Defindo schneiden durch betroffene Gegner, um zusätzliche Ziele zu treffen. Ach, das geht dann einfach... Ah, okay. Also man kann einfach... Boah, Alter. Also Bombarder... Den hätte ich gerne. Der sieht echt geil aus. Da kannst du einfach alles wegsprengen. Hier, okay. Okay. Und ganz oben. Ach, da kann ich dann explosiv... Oh, okay, das ist auch cool. Warte, dunkle Künste, was kann ich da machen? Schockfluch, Stupor. Das ist bei dunklen Künsten drin, das ist eigentlich ein normaler Zauber, oder nicht? Was haben wir hier? Blutfluch. Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Okay, das ist krass. Da ist die Frage, wenn ich jetzt den mir hole, den Schockfluch, und dann mehrere,
damit treffe, bleiben die unendlich lange dann mit diesem Fluch oder geht der wieder weg? Was ist das hier? Entwaffnungsfluch. Expelliarmus hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Ah, okay. Und die kann ich noch nicht. Flipendo, was ist denn Flipendo? Ach, Rückstoß. Ach so, da kann ich dann... Ah, okay, da kann ich einfach dann durch normale Zauber Flüche machen. Okay, okay, hier Effekt haftet länger. Arresto Momentum, selbe Wirkung wie ein Fluch. Alter. Crucio-Beherrschung. Okay, Imperio-Beherrschung, ja, gut, das ist dann, Avada Kedavra-Beherrschung. Das Töten eines Gegners mit Avada Kedavra tötet alle verfluchten Gegner. Okay. Fluch-Sapeur. Wenn du ein verfluchtes Ziel besiegst, wird ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Okay, okay, interessant. Alter, gibt's da viel. Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Ah. Nutze Mausrad zwischen freigeschalteten Zaubersets. Ja, Alter, das brauche ich auf jeden Fall. Was ist das? Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Basiszauberbeherrschung reduzieren die Abklingzeit von Zaubersprüchen. Was? Ach so. Dann laden die sich schneller wieder auf, die anderen Zauber. Was ist das hier? Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Perfekte Protego-Zauber sogar noch mehr. Vielleicht hole ich mir das, weil das ist eigentlich cool. Flink halt der Ausweichen gedrückt, um plötzlich zu verschwinden und in der Nähe wieder was? Oha! Das ist ja mega geil, das brauche ich auch. Was ist das hier? Noch ein neues Zauberset, das will ich eigentlich auch. Der Mega-Power-Trank hat eine bessere Heilwirkung. Das wäre eigentlich auch nice. Okay, was gibt's hier noch? Noch ein neues Zauberset. Von Stupor getroffene Gegner bleiben länger betäubt. Auch cool. Mega Power Drink, bessere Heilwirkung. Okay. Ein erfolgreiches Ausweichen, unblockbare Angriffe erhöht die alte Magieanzeige. Okay, auch cool eigentlich. Wenn du einen Zauber mit perfekt abgestimmten Protego blockst, sendest du zwei Projektile. Ja, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Erhöhte Reichweite von Revelio. Das ist mir wirklich egal. Basiszauber gegen Gegner in der Luft. Ja, das ist so spezifisch alles. Das ist mir dann schon wieder. Da muss man so viel dann drüber nachdenken. Ein perfekt abgestimmtes Problem lässt eine starke Explosion los, die gegnerische Schilde bricht. Auch cool. Und Stupor-Treffer verursachen direkten Schaden. Auch cool. Dann Schleich nochmal angeguckt. Raum der Wünsche. Der Idurus-Trank macht dich unverwundbar und reflektiert Projektile auf Gegner zurück. Okay. Macht mich unverwundbar? Für den geworfenen chinesischen Kaukohl wird ein zweiter Kaukohl kostenlos erzeugt und freigegeben. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mit den Pflanzen so viel mache. Eigentlich ist das cool, aber ich würde es einfach ständig vergessen, glaube ich. Unsichtbarkeitstrank. Ach, da bin ich dann wirklich komplett unsichtbar. Ah, okay. Muss Unsichtbarkeitstrank nutzen können. Weil mit dem Desillusionierungszauber bin ich ja nicht komplett unsichtbar. Sondern nur verborgen so ein bisschen. Ja, okay, aber das habe ich jetzt alles noch nicht hier, ne? Das würde ich jetzt auch noch nicht machen. Ich habe bei Haupttalent auf jeden Fall einige. Ich weiß nicht, kosten die jetzt alle einen Punkt? Das hier möchte ich auf jeden Fall. Jetzt ist ein Punkt weg, okay. Und gleich noch eins. Was haben wir hier? Der Mega Power Trank hat eine bessere Heilwirkung. Ich guck erst mal. Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Den will ich eigentlich auch. Was ist das da?
Komm, ich hole mir mal den hier noch. Und ich will mal noch beim Schleichen reingucken. Gegner können dich schlechter... Ja. Und du kannst sprinten. Ja, die zwei hole ich mir. So. Wo gab es jetzt noch was? Ich guck nochmal hier rein. Ja, das brauche ich noch. Ja, genau. Das brauche ich nicht unbedingt. Basis zur Abklingzeit, das brauche ich auch nicht. Der Mega-Power-Trank hat eine bessere Wirkung. Komm, das hole ich ihm auch noch, dann habe ich keine Punkte mehr. Also, jetzt haben wir die Punkte vergeben. Eins will ich jetzt gerade mal direkt ausprobieren. Wow. Okay, das ist geil. Gekonnt, verpasst. Errungenschaft, okay. Wow. Der, das ist cool. Ich kann zwar noch normal ausweichen, aber ich kann auch so... Nice. Und vor allem, ich habe jetzt hier mit Mausrad 3 solche Zaubersets. Endlich. Und das mache ich jetzt noch kurz. Guck mal an. Nice. Dann würde ich nämlich sagen, ich setze mir die hier so ein bisschen anders zusammen. Und zwar möchte ich hier Lumos. Der ist in Ordnung. Der ist auch in Ordnung. Der ist auch in Ordnung. Soll ich mit denen hier noch draufsetzen vielleicht? Und ich meine, ich habe noch nicht so viele Zauber. Und ich würde vielleicht... Vielleicht sogar eher... den hier? Vielleicht, wenn ich den vierten habe, vielleicht mache ich den dann noch hier drauf. Sodass ich quasi dieses Set habe. Welchen mache ich denn jetzt hier noch? Wo ist denn der jetzt? Warte. Ach, der da. So. Jetzt habe ich nämlich dieses Set, wenn ich nicht kämpfen muss, weil dann habe ich Licht, ich kann Sachen reparieren und hier Desillusionierung und das Zeugs. Aber im Kampf bringt mir das halt alles nichts. Aber dann kann ich ganz schnell umswitchen. Das heißt, ich kann jetzt hier so... So, dann habe ich hier den da. Kann mir Licht anmachen und das Zeug. Reparo, solche Sachen. Und wenn ich dann aber kämpfe, kann ich umschalten und habe hier meinen Feuerzauber und Expelliarmus und so. Den habe ich bisher noch nie verwendet. Das könnte ich auch mal machen. Ja, genau. Aber dann würde ich sagen, in der nächsten Folge holen wir uns dieses Buch. Bringen das mal hier runter. Vielleicht können wir ja auch den Professor Fick mal mitbringen. Den interessiert es sicher auch. Also gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.